Willkommen zu ein paar One-on-Ones wieder mal auf Timolia unterwegs. Ja, ich habe eigentlich wirklich so wieder auf dieser Oldschool-Basis nix. Habe ich eigentlich kein Thema bei. Einfach mal wieder drauf loslabern. Irgendwie. Mir hat das in letzter Zeit gefallen, das wieder mal so zu machen. Ja, also. Ich muss sagen, ich habe richtig Bock auf Schule. Die in ein paar Tagen bei mir wieder anfängt. Ich muss sagen, also Schule, mein größtes Problem, Schule ist halt einfach, dass es halt einfach nicht wirklich safe ist und dass ich jetzt den ganzen Tag lang eine Maske tragen muss und ich in 8 Stunden Unterricht die Maske nicht ausnehmen darf. Maske ausziehen, oder? Sprachen, lehne ich dann anders. Nee, aber ich darf die auf 8 Stunden nicht abziehen und das tiltet halt schon rein, weil ich so nach einer halben Stunde könnte ich alles um mich rum kurz und klein schlagen und also jetzt mal seriously, irgendwie so nach einer Stunde oder so, das könnte ich alles kurz und klein schlagen um mich rum, weil ich wirklich auf 180 bin von dieser scheiß Maske. Und das heißt, wenn ihr jetzt in den nächsten Tagen Zeitung lest und ihr von einem Schüler lest, der seine Lehrer erwürgt hat, weil ihn die Maske auf 180 gebracht hat, dann wisst ihr, dass ich das war. Nee, aber wirklich, diese Dings, was mich halt so daran stört, ist, die Politiker betrifft das halt teilweise nicht. Und vor allem, was ich nicht sehe, ist, ich habe einen Rallye-Lehrer, der hat mir erzählt, warum Fußball ein Lagerfeuer ist. Ich habe keine Ahnung, was der Typ vorher geraucht hat. Ich habe immer noch keine Ahnung, was Fußball und Lagerfeuer miteinander zu tun haben. Ich habe nur eine Ahnung, dass der einen ziemlich geilen Ping hat. Nee, also echt keine Ahnung, auf was für ein Trip der war, aber ich sehe es halt nicht ein damit, dass ich dafür meine Gesundheit aufs Spiel setze, damit mir mein Lehrer erzählt, warum Fußball ein Lagerfeuer ist. Digga, Fußball, Lagerfeuer, alles klar, Digga. Also, ich muss sagen, ich mache auch immer, wenn ich Fußball spiele, mache ich erstmal auf dem Feld ein fettes Lagerfeuer. Klingt sehr logisch für mich. Also, nee, jetzt mal for real, dieser Typ ist so ein loster Typ. Naja, aber sowas tiltet halt wirklich rein. Und ich werde wahrscheinlich in der Schule nicht, ich werde in der Schule safe nicht Daily Upload durchziehen können, weil ich dafür einfach nach den ersten 2 Tagen so fertig sein werde. Also spätestens dann, wenn nicht vorher. Ich meine, ich bin ja im Moment auch, was meine Uploads angeht. Ich meine, wenn ihr immer mal auf die Uhrzeit schaut, wann ich aufnehme, ist alles so eine, ja, so eine ganz pünktliche Angelegenheit, würde ich mal behaupten. Lost. Und by the way, ich hoffe, dass meine Klimaanlage im Hintergrund nicht zu laut ist. Und ich mache die normalerweise wirklich immer während Aufnahmen aus. Aber heute ist es 9:30 und es ist immer noch über 30 Grad draußen und ich wohne straight up unterm Dach. Also ohne Klimaanlage wäre ich schon verreckt. Vor allem hatten wir vor ein paar Jahren so einen Sommer, wo es so 6 Wochen am Stück entspannt 40 Grad jeden Tag waren. Also, nee, no joke, hätte ich keine Klimaanlage, wäre schon lange tot und der Typ drückt ziemlich interessant. Nee, jetzt mal ernsthaft, warum kann ich den Typ nicht treffen? Ja, ich würde mal sagen, ist letzter Fight. By the way, folgt mir mal auf meinem Insta, Twitter und Twitch. Das ist alles unten in der Beschreibung verlinkt. Ist natürlich immer so eine super Idee, dass ich das am Ende im letzten Fight anmerke. Aber ja. Und by the way, die Tage wird nochmal zu S kommen. Du bist ein Idiot, habe ich dir schon mal mitgeteilt. Komm, Digga, ich will den Typen, jetzt mal no joke, ich will diesen Typen so. Digga, der Typ, ich hasse so Typen, die reinschwitzen, als wäre es irgendwie ihr verficktes Leben. Das ist jetzt mal seriously, also keine Ahnung, wer so CSGO mit Ranking oder, also generell. So, ich kann verstehen, wenn es mit Ranking ist. Aber Digga, der Typ schwitzt halt einfach so. Das ist auch einer der Gründe, warum ich eigentlich nicht mehr so viel Minecraft spiele. Du hast nur noch Schwitzer, du kannst es nicht mehr vernünftig spielen. Also in Skywars ist es noch schlimmer als in allen anderen Spielmodi. In allen anderen Spielmodis, meine Fresse. Jetzt mal seriously, du kannst auch eigentlich Minecraft nicht mehr effektiv spielen, weil so vor ein paar Jahren war es halt noch so gechillt und ja, du hattest halt die Schwitzer drin, aber vor ein paar Jahren hattest du halt auch noch gechillte Leute drin. Aber das ist halt, die Typen sind halt komplett retarded. So Leute, wenn es euch gefallen hat, folgt mir gerne auf meinem Insta, Twitter und Twitch, alles unten verlinkt. Abonniert mich auf YouTube, wenn ihr es noch nicht getan habt, macht auf jeden Fall auch die Glocke an. Auch auf meinem Twitch die Glocke anmachen und mir folgen natürlich. Dann verpasst ihr keine Streams und keine Videos mehr. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Und denkt dran, wenn wir dieses Jahr noch 500 Abos schaffen, dann habe ich euch versprochen, werde ich den USA-Vlog schneiden. Also Leute, macht mal ein bisschen Werbung für mich. Sehr gerne. Dankeschön. Bis dahin. Ciao.